Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen heute noch ein bisschen weiter mit der Bauerei. Wir haben den Umhang gar nicht um. Weinerei. Und dann würde ich sagen, können wir bestimmt auch nächste Folge mal wieder eine Runde ins Gebirge gehen. War jetzt doch viele Baufolgen hintereinander. Wir waren zwar zwischendurch mal wieder im dunklen Wald und haben ein bisschen gesammelt und so, aber Gebirge vermisse ich langsam auch wieder. Wir können jetzt hier erstmal ein bisschen weitermachen mit dem Eingang. Müssen wir mal gucken. Na gut, also prinzipiell kann ich den doch hier setzen, obwohl wenn ich das jetzt hier setze, kriege ich das Ding da nicht mehr reingebastelt. Nee, das ist Mist, das heißt wir basteln doch erstmal diesen und dann das hier hoch. Können wir das dann da nicht mehr so schön reinbasteln. Genau. So, das muss hier hinten ran. Eins und zwei. Passt. Sehr schön. So langsam komme ich rein. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Na komm. Wir brauchen Kernholz. Haben wir nämlich den Eingang hier drüben schon mal soweit vom Umriss fertig. Können uns dann noch der restlichen Fassade hier drüben widmen. Dann machen wir nochmal eine schöne Gebirgs... Ah, ich habe normales Holz abgebaut. Ja, dann machen wir nochmal eine Gebirgsfolge. Wir brauchen ja schließlich noch das dritte Drachenei und generell müssen wir auch mal noch ein bisschen erkunden gehen. So viel Gebirge haben wir noch gar nicht entdeckt. Ich muss sagen, für das kleine Stück hier haben wir dafür schon echt viel rausgeholt. Wir haben die komplette Rüstung auf der 4. Wir haben zwei Dracheneier. Wir haben auch immer noch Silberadern, die noch nicht ausgeschöpft sind. So, das passt. Das haut alles hin. Also machen wir jetzt hier drüben wieder dasselbe Spielchen. Erstmal die hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haut hin. Die beiden dann gleich wieder raus. Vorher machen wir noch das hier. 1 und 2. Und nochmal so ein Dings rein. Dann können wir auch die anderen wieder reinbauen, ohne dass hier irgendwas auseinanderfliegt. Denselben Spaß gleich nochmal hier. Lasst mich nochmal kurz schauen, dass ich richtig bin, aber ich bin mir relativ sicher. Jo, genau. Zwei Stück da dran. Ach, schaut mal, hier haben wir gar nicht bis hoch gebaut. Können wir eigentlich noch eins setzen? Ah, es war doch gerade. Komm schon. Come on. Jetzt. Dann sind wir hier nämlich auch ganz oben. Hier drüben konnten wir noch nicht bauen wegen Gerüst. Und dann haben wir hier wieder dasselbe. Genau, perfekto. Das heißt, den ganzen Spaß hier nochmal. Und schon wieder kein Kernholz mehr. Wir können eigentlich gleich mal zwei so eine Stöße einreißen. Das ist halt trotzdem auch echt schnell wieder weg, ne? Dafür, dass wir echt gut was sammeln waren. Ah, wir haben nur eins aufgenommen. Zack. Aber dafür sieht das endlich mal ordentlich nach was aus. Freut mich sehr. Ich bin mal gespannt, wann wir fertig werden. Ein paar Folgen wird es natürlich noch dauern, gar keine Frage. Ist ja auch ein großes Projekt. Aber wenn man dann überall mal dort noch was mit dran bastelt, da noch eine... Ich bin heute echt nicht so drauf mit Sprechen, es tut mir leid. dort noch ein bisschen Deko ran und... Überall ein paar Schnörkeleien, dass es schöner aussieht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ne, wir brauchen wieder normales Holz. Ja, das finde ich dann immer ganz witzig, wenn halt überall mal eine Kleinigkeit noch einfällt, was man machen könnte und man dort noch was dran baut und da und ein bisschen rumprobiert. Ich muss sagen, das macht mir doch relativ viel Spaß. Zack.
die beiden drauf. Und nochmal diesen. Und dann haben wir das. Und dann können wir hier die hier noch wegreißen. Und haben das auch hier gleich. Cool, jetzt müssten hier die Steinwände reinkommen. Können wir schon wieder noch einen Stoß bauen? Nee, wir haben von beiden nicht genug. Dann schmeiße ich das mal fix hier hin, sonst kriegen wir die Steine nicht ins Gepäck. Und wir müssen unseren Hammer gleich noch reparieren. Können wir jetzt hier schon... Nee, Steinmetz reicht nicht. Dann basteln wir den mal noch schnell mit hier rüber, dann können wir da drüben auch noch Steine bauen. So, jetzt lasst noch mal gucken. Wir haben das hier auf jeden Fall gleich. Und dann hatten wir hier 1, 2, 3 mal die Steinwände. Obendrauf, dass die Steinwände haben wir so nach innen gesetzt. Genau, dass die mit dem Balken abschließen. Okay. Wir können uns eigentlich auch mal einen zweiten davon bauen. Die zwei Eisen haben wir auch noch über. Eine eiserne Axt wollten wir uns auch mal noch basteln. So, Stein her. Dann haben wir die Wände genommen. Haben, wenn ich mich nicht... Nein! Es ist aber auch schwer zu sehen, wenn man das Riesenteil hier vor seiner Nase hat. So, wir hatten, glaube ich, die beiden Balken nämlich rausgerissen. Haben das Ganze dann so gesetzt. 1, 2 und 3. Ach, wie es einfach perfekt aufgeht. Geil. So habe ich mir das vorgestellt. Dann brauchen wir Kreuze. Haben wir jetzt normales Holz noch? Wir haben noch normales Holz. So, jetzt lasst mal überlegen mit den Kreuzen. Da muss ich nochmal kurz gucken. Wir haben die auf jeden Fall hier außen dran gemacht. Aber so haut das natürlich nicht hin. Ich muss nochmal kurz illern gehen. Wie wir das hier drüben verwirklicht haben. Wir haben hier nochmal so einen Balken, genau. Und das steht dann direkt auf dem Balken drauf, ne? Jo, genau. Passt. Na, dann essen wir doch was. Vielen Dank für den Hinweis. Bin mal verschwenderisch. Wir hauen hier mal ein bisschen Marmelade rein. So, also wir haben hier nochmal so ein Dings gezogen. Ach, war doch gerade schon hier vorne. Warum habe ich es nicht gleich genutzt? Dann geht es nochmal reparieren. Und wir können weitermachen mit den Holzbalken. Wenn wir... Ah, jetzt haben wir kein Holz mehr. Ich glaube es nicht. Ja, komm. Sind zwei so eine Holzbalken, dann tragen wir nicht mehr zu viel. Einer sogar bloß. Brauchen wir jetzt nicht extra was wegwerfen für. So, zack. War das drüben auch so hässlich? Obwohl, es ist egal, weil hier kommt ja eh noch ein Balken hin. Da sieht man das nicht mehr. Dann Kreuze. Haben wir den so weit drüben gesetzt? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Der hat doch so mit reingeguckt. Ich muss nochmal nachschauen gehen. Soll ja natürlich auch alles gleich werden. Na gut, wir haben hier drumherum dann nochmal die Balken gezogen. Okay. Man muss es sich immer mal wieder anschauen. Nee, hier haut auf jeden Fall irgendwas nicht so ganz hin. Jetzt schaut das ja über den Balken hier drüber. Oder haben wir haben dann nochmal hier so drüber gebastelt, ne? Ja, okay, alles klar. Passt. Entschuldigung. Jetzt weiß ich's wieder. Wenn wir das nochmal wegreißen, sonst kriegen wir das hier nicht ordentlich hingebastelt. So. Zack.
und der letzte. Ja, das sehen wir dann nicht mehr, wenn wir hier die Balken noch hinbasteln. Also das sollte hinhauen. Dann können wir hier noch die normalen Pfosten wieder dran basteln. Und zwar so. Wir hatten dann hier noch so einen Rundholzbalken stehen, aber ich glaube, wir hatten dahinter noch so einen normalen gesetzt. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Wir brauchen aber trotzdem Rundholz. Kernholz, Entschuldigung. Denn wir haben hier überall noch solche Pfosten gesetzt. Aber die waren nicht so hässlich in der Wand drin. Das haut nicht hin. So sah das aus. Ach komm, bau noch schnell die zwei Pfosten, dann können wir langsam wieder laufen. Hoffe ich doch. Ja, oder auch nicht. Immer noch 15 Kilo. Verdammt. So. Das heißt, das haut doch so schon mal hin. Perfekt. Dann machen wir gleich oben noch weiter mit den Rundhölzern. Genau, so haben wir die gesetzt. So sehen die drüben auch aus. Hier fehlt noch einer. Den können wir noch mit reinbauen. Drüben auch. Jetzt müssen wir hier nochmal kurz schauen. Ne, wir haben hier nur den normalen Rundholzbalken und davor nochmal eingesetzt. Den wollten wir auch noch erhöhen, dass das ein bisschen besser aussieht. Also hier hätten wir rein theoretisch auch einen großen hinbauen können. Und den wollte ich dann auch nochmal oben mit drauf schmeißen. Dann haben wir... Sag mal, ich habe nur einmal gedrückt und er hat einen Doppelsprung gemacht. Habt ihr das gesehen? So? Ja, genau. So wird doch ein Schuh draus. Das Dach wird auf jeden Fall nochmal eine Heidenarbeit. Ich habe auch gar keinen Bock, weil Dächer sind einfach immer echt schwierig in dem Spiel. Wir haben zwar ein Gerüst und so, aber das wird trotzdem alles noch eklig werden. Ich sehe das schon. So, großer ist ausgewählt. Irgendwie eigentlich so, oder? Ich glaube, der hat gerade nicht so eingesnappt, wie er das sollte. Aber das können wir uns notfalls nochmal anschauen, wenn das Gerüst hier an der Stelle weg ist. Wir hätten aber hier zumindest mal noch das Dings basteln können. Moment. Macht es uns dann nochmal ein bisschen einfacher gleich mit den Snap-Points. Zack. Zack. Und hier noch ein für quer. So, und dann können wir die Dinger wieder bauen. Wir reißen das Ding jetzt erstmal weg. Oder auch nicht. Das war dumm von mir. Gut, nee, dann bauen wir erstmal kurz hier einen drauf. Dass wir hier weiterbauen können. Nein, so nicht. Jetzt beide weggerissen. Mann, was ist denn heute los? Jetzt ist das Holz leer, natürlich. So, wir gucken nochmal, dass das auch alles gleich ist. Tut mir leid, wenn es vielleicht gerade nicht ganz so spannend ist, aber man muss sich da auch ein bisschen konzentrieren. Also wir haben hier auf jeden Fall gerade hochgezogen. Das ist ein kleines Stück höher als die hier drüben. Das haut hin, das hatten wir drüben gerade auch so. Und auf der Seite die normalen Balken, genau, passt. Also brauchen wir jetzt noch ein bisschen normales Holz. Also hier haben wir einen durchgehenden Balken. So hochgezogen und dann rüber, jo. Ach geil, Sonne wieder voll am Blenden. Und hier drüben kommt dann noch der lange Rundholzbalken hin. Wir sind hier wieder auch ein kleines Stück drüber. Genau, das haut alles hin. Perfekt. Und dann haben wir ja hier oben drauf wieder Rundhölzer draufgepackt. Können wir gleich aufs Gerüst gehen, aber ich würde mir vorher noch ein bisschen mehr Kernholz einpacken wollen. Ich habe leider nur einen Aufgang gemacht zum Gerüst hier vorne. Müsste ich auch mal noch drüben einbauen. So. Lasst mal gucken, wie viel Reihen haben wir dann gemacht? Eigentlich so, dass wir komplett oben anstoßen, ne? So rauskommen, ein kleines Stück drunter. Hier drüben müssen auch noch welche hin.
Perfekt. Hier bin ich mir noch unschlüssig, wie wir es genau machen. Das lassen wir erstmal noch. Und dann hier vorne wieder. So, jetzt müssen wir mal gucken. 1, 2, 3. So, wir müssen auch die hinteren noch bauen. Habe ich das da drüben schon gemacht? Ich glaube. So. So, und dann sind wir das kleine Stück wieder drunter. Genau, perfekt. Es wird langsam, es wird. Und das ist erst eine Seite. Wir müssen das alles auf der anderen Seite auch noch machen. Obwohl halt die Frage ist, ob wir die andere Seite auch so schön machen wollen. Weil die sehen wir effektiv nicht so dolle. Oh, ich habe einen vergessen. Ganz schlecht. Ah, es war gerade da, der Snap Point. Jetzt ist er da. Haben wir noch Kernholz? Anscheinend haben wir noch welches. 3, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, natürlich. Überlebe ich das? Ich hoffe. Ja, ging noch. So, lasst mal angucken, das Wunderwerk hier. Wenn die Sonne nicht so scheinen würde, könnte man es auch besser angucken. Aber ja, es wird wie drüben. Dann müssen wir mal schauen, was wir hier mit den oberen Bereichen noch machen. Das Gerüst werde ich dann, also die Balken werde ich mal rüberstellen, dass wir hier weitermachen können. Und dann haben wir auch das und dann gucken wir auch hier nochmal, wie wir dann da oben weitermachen. Dann haben wir zumindest hier kleine Fenster drin, dass ein bisschen Licht reinkommt. Haben außerdem noch die Kreuze, da kommt auch noch ein bisschen Licht mit rein. Ja, ich denke, das könnte so werden. Die Frage ist halt früher oder später, ob... Was haben wir denn hier? Ah, das sieht zum Beispiel von innen recht cool aus. Weil es halt auch so etwas dreidimensional wirkt. Ich denke, wenn wir da auch hier noch so eine Reihe setzen, ja, das sieht auf jeden Fall geil aus. Die Frage ist halt, ob uns das von innen dann so stört. Weil es von innen jetzt nicht ganz so geil aussieht wie außen. Da auch nochmal einen Balken Länge verdicken. Also hier nochmal eins dran basteln. Um das alles ein bisschen einheitlicher zu machen von innen, aber das werden wir am Ende sehen, wenn wir fertig gebaut haben. Vielleicht sieht es ja auch alles soweit ganz schick aus. Ja, geil. Gefällt mir auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Kernholz. Dann machen wir da oben noch den Rest. Kriege ich zwei weg? Na, so halb, ne? Ja, passt. Den zwei Eingängen finde ich so an sich auch echt ziemlich cool. Ich denke, das wird ganz geil aussehen. Ein bisschen schade mit dem Bäumilein. Aber vielleicht setzen wir das einfach ein Stück weiter hier vor. Ich mag das eh, wenn auch nicht so viel Freifläche ist. Also wenn wir das alles ein bisschen nah aneinander basteln, finde, das hat dann immer noch einen ganz anderen Charakter. Als wenn wir überall riesige Flächen frei haben. Einfach so ein bisschen mehr Dorf-Markt-Charakter irgendwie so. Ihr wisst schon. So, jetzt bin ich natürlich blöderweise hier rüber gerannt. Obwohl wir da nicht aufs Gerüst drauf kommen. Ich würde sagen, wir machen das noch zu Ende. Dann wird die Folge leider auch schon wieder am Ende angelangt sein. Und dann können wir nächste Folge noch ein bisschen im Gebirge rumstöbern. Vielleicht finden wir das dritte Drachenei noch. Und basteln dann auch später mal wieder weiter. Jetzt habe ich hier natürlich hochgebaut und habe drin nicht weitergebaut. Ah, ich möchte hier aber auch echt nicht so eine Faxen machen eigentlich. Wie weit sind wir? Ich habe halt echt immer... Ah, der Leck. Ganz schlechter Moment. Eins muss eigentlich noch, ne? So, jetzt müsste es hinhauen. Ja, ich will hier eigentlich nicht so Faxen machen mit 48 Leben. Haut das hin? Ja, sieht gut aus. So, und die beiden noch dran. Perfekt. So, 11 Leben hat es vor uns abgezogen. Haut hin. Geilo, dann sind wir ein ganzes Stück vorangekommen in der Folge. Die Eingänge haben schon mal ihre Wände von außen. Ihre Wände generell. Das Ganze ist komplett symmetrisch. Wir überlegen mal noch, was wir mit den Kreuzen machen. Was wir da oben drauf noch basteln. Ob wir auch wieder Kernholz nehmen. Stein können wir effektiv nicht nehmen.
Jetzt noch ein anderes Element mit reinzubringen, wird wahrscheinlich auch zu viel werden. Aber ich denke, das könnte doch so echt was Großes, Geiles werden. Cool, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich hoffe ihr auch und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.